Ein ganz entscheidender Punkt in unserem Leben ist unsere Arbeit. Unser Arbeitsplatz, das Geld, was wir dadurch verdienen, unser Einkommen. Und immer wieder schreiben uns Menschen an, weil sie in großer Bedrängnis in ihrer Arbeitssituation sind. Sie haben ihren Arbeitsplatz verloren. Es gibt Mobbing. Oder in der Firma gibt es irgendwelche Umstrukturierungen und sie fürchten, das nicht leisten zu können. Oder. Manche Leute, die mit dem Geld, was sie verdienen, einfach ihr Lebensunterhalt nicht bestreiten können und so weiter. Arbeit ist für uns von entscheidender Bedeutung. Und das Geld, was wir verdienen, ist so etwas wie der Blutkreislauf unseres täglichen Lebens. Und es ist wichtig, dass das in der richtigen, von Gott vorgesehenen Art und Weise vonstatten geht und dass da nicht irgendetwas in Schieflage kommt. Aber Tatsache ist, in diesem Bereich gibt es ganz massive Attacken des Feindes, der Christen einfach in diesem Bereich angreift und durcheinander bringen will. Und ich möchte dir heute, wenn dich das betrifft, 4 Verheißungen der Bibel weitergeben für diesen Bereich Arbeit, Arbeitsplatz, Einkommen, Finanzen, die du wirklich nehmen kannst und über deiner Situation beten kannst, die dir helfen können, dass du sagst, das sagt das Wort Gottes und daran halte ich mich fest. Es sind nur 4, nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich denke, wenn du weiter im Wort Gottes forschst, wirst du noch viel, viel, viel mehr Stellen finden. Das hier ist nur ein erster Anfang, an dem du beginnen kannst. Da heißt es, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alles, was du brauchst, alles, wessen du bedürfst. Und zwar nicht nur irgendwie, so gerade eben so, sondern in Reichtum, in Fülle. Das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Du sagst, mein Gott, du hast es zugesagt, nimm diese Bibelstelle und stell dich darauf, basiere dein Glaubensleben, dein Gebetsleben darauf und sag, Herr, du hast es zugesagt, das gilt für mich. Alles, was ich bedarf, das erfüllst du. Oder es heißt, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Das ist eine sehr interessante Aussage. Wenn du Gottesfurcht hast, also in der richtigen, gebührenden Art, einfach ein Gottesbild hast, dann wirst du keinen Mangel haben. Die richtige Beziehung zu Gott sorgt dafür, dass du keinen Mangel hast. Denk mal drüber nach. Das ist interessant. Wenn du Mangel hast, vielleicht hast du ein falsches Gottesbild. Oder es heißt, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist ein ganz, ganz gewaltiger Vers. Hast du gehört, was hier für Ausdrücke gebraucht werden? Jede Gnade, überreich. In allem, alle Zeit, alle. Nochmal überreich. Zu jedem guten Werk. Das heißt, es ist immer umfassend. Gott hilft dir, bringt dich weiter, segnet dich und schenkt, dass du alles, was du überhaupt nur dir vorstellen kannst, überreich hast. Und dazu in der Lage bist, sogar noch gute Werke zu tun und andere dadurch zu segnen. Und es heißt, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Vermögen zu schaffen. Es geht ja nicht um sinnlosen Reichtümer, die du dir aufhäufst, sondern um Vermögen im positiven Sinne, dass du dein Leben meistern kannst, normal leben kannst, andere Menschen segnen kannst. Und das ist etwas, was der Herr dir schenkt, wo du dazu eine gewisse Kraft brauchst. Und wenn du merkst, dass du in diesem Bereich attackiert bist, wenn der Feind dich beraubt, wenn du merkst, da sind Dinge, die einfach nicht gut laufen, wenn du merkst, ich bin an einem Arbeitsplatz, wo ich eigentlich unterfordert bin, oder wenn du gar keinen Arbeitsplatz hast, oder wenn du einfach in Bedrängnis bist an dem Ort, wo du bist,
Bring es vor den Herrn. Es ist eine Sache, die ist ihm sehr, sehr wichtig, weil es ein ganz zentraler Punkt deines Lebens ist. Ich bin sicher, dass für dich gilt, dass der Herr an deinem Arbeitsplatz viel, viel mehr für dich hat.